Hallo alle zusammen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie den 8C-Modus auf einem Computer aktivieren, auf dem bereits ein Betriebssystem installiert ist. Die SATA-Schnittstelle kann in zwei Modi arbeiten, IDE und 8C. IDE ist ein Kompatibilitätsmodus mit alter Hardware und Software. Tatsächlich unterscheiden sich die Funktionen von SATA in diesem Modus nicht von den Funktionen seines Vorgängers, der ATA oder PATA-Schnittstelle. 8C, eine neue Art der Arbeit mit Speichergeräten, weil der Computer alle Vorteile von SATA nutzt, von denen die wichtigsten sind höhere Geschwindigkeit der Festplatte und SSD-Laufwerken sowie die Möglichkeit heißer Tausch der Festplatte. Durch Aktivieren des 8C-Modus wird der Zugriff auf Speichergeräten, gespeicherte Dateien beschleunigt und die Gesamtleistung Ihres Computers positiv beeinflusst. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es ist wahrscheinlich, dass der 8C-Modus auf Ihrem Computer bereits aktiviert ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu überprüfen. Die erste Weise: Gehen Sie im Gerätemanager, öffnen Sie den Abschnitt IDEA-ATA, AT-API, Controller. Wenn sich in diesem Abschnitt ein Gerät mit dem Wort 8C im Namen befindet, wie in unserem Fall, wird der 8C-Modus auf dem Computer bereits verwendet. Die zweite Weise: Rufen Sie das BIOS oder UEFI Ihres Computers auf. Informationen zum Aufrufen des BIOS oder der UEFI eines Computers oder Laptops finden Sie in einem anderen Video unseres Kanals. Ein Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Suchen Sie dort den Eintrag Storage Jumpens, SATA Mode, SATA Emulation oder einen anderen sehr ähnlichen Namen. Wenn der Wert dieses Elements 8C ist, wird der 8C-Modus bereits verwendet. Wenn das angegebene Element den Wert IDE enthält, beeilen Sie sich nicht, ihn sofort in 8C zu ändern. Es geht darum, wenn Sie nach der Installation von Windows einfach den 8C-Modus aktivieren, sehen Sie dann einen Pseudo-Fehler, Inexable Boot Device, den viele als blauer Bildschirm des Todes bezeichnen. Oder das System den Start verweigert und einen zyklischen Neustart durchführt. Daher wird empfohlen, 8C von der Installation von Windows zu aktivieren. Beachten Sie, dass in BIOS einiger Computer keine Möglichkeit besteht, den Modus auf 8C zu ändern. In diesem Fall kann das Problem manchmal durch Aktualisieren des BIOS-Version behoben werden. Informationen zum Aktualisieren des BIOS finden Sie im entsprechenden Video unseres Kanals. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Sie können den 8C-Modus der SATA-Schnittstelle auf einem Computer mit bereits installierten Windows aktivieren und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit auf unterschiedliche Arten beibehalten. Erste: Führen Sie den Registrierungseditor aus, drücken Sie dazu die Tastenkombination Windows plus R und geben Sie Regedit ein. Wechseln Sie zum Registrierungsschlüssel HK Local Machine System Current Control Set Service YaStore V. Doppelklicken Sie auf den Parameter Start und setzen Sie seinen Wert auf 0.
Setzen Sie im nebenstehenden Registrierungsschlüssel HK Local Machine System Current Control Set Start Override den Parameter mit dem Feldnamen auf 0. Setzen Sie im Abschnitt HK Local Machine System Current Control Set Service Store HK für den Parameter Start den Wert auf 0. Setzen Sie im Unterschlüssel HK Local Machine System Current Control Set Service Store HK Start Override den Parameter mit dem Namen 0 auf 0. In unserem Fall ist kein HK Local Machine System Current Control Set Service Storage Start Override, aber Sie haben es, wenn 18 noch nicht installiert ist. Schließen Sie die Registrierungseditor. Starten Sie Ihren Computer neu und geben Sie UEFI oder BIOS ein. In diesem Fall erfolgt der erste Start nach dem neuen Start von Windows am besten im abgesicherten Modus. Alle Methoden zum Laden von Windows im angesicherten Modus werden in Videos unseres Kanals ausführlich beschrieben. Link in der Beschreibung. Suchen Sie in UEFI oder BIOS in den SATA-Parameter die Wahl des Betriebsmodus. Installieren Sie es in ACC, speichern Sie die Einstellungen und starten Sie den Computer neu. Unmittelbar nach dem Neustart beginnt Windows mit der Installation der SATA-Treiber. Nach Abschluss des Vorgangs wird angeboten, den Computer neu zu starten. Führen Sie das aus. Danach wird der ACC-Modus unter Windows aktiviert. Wenn die erste Methode aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, achten Sie auch auf die zweite Weise. Wenn Sie jedoch beim Starten von Windows im ACC-Modus auf Fehler stoßen, geben Sie den IDE-Modus zurück und schalten Sie den Computer ein. Danach führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus. Geben Sie an der eingebauten Forderung BASIC-Edit SetCurrent SetBodyMinimal ein und drücken Sie die Eingabetaste. Nachdem eine Meldung angezeigt wird, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, starten Sie den Computer neu. Aktivieren Sie vor dem Starten des Computers ACC im BIOS oder UEFI, wie oben beschrieben, und speichern Sie die Einstellungen. Der Computer startet im angesicherten Modus und installiert die erforderlichen Treiber. Führen Sie die Eingabeaufforderung erneut als Administrator aus und geben Sie BASIC-Edit Delete Value Current SiftBot ein. Starten Sie den Computer nach dem Ausführen des Befehls erneut. Dieses Mal sollte Windows ohne Probleme mit aktivierten ACC für das Laufwerk starten. Wie Sie sehen können, können die theoretisch beschriebenen Aktionen zu unverwünschten Konsequenzen führen, zum Beispiel der Unfähigkeit, das Betriebssystem zu starten. Kümmern Sie sich daher nur dann um Sie, wenn Sie wissen, warum Sie dies tun, in der Lage sind, das BIOS oder UEFI aufzurufen und gegebenenfalls unvorgesehene Folgen zu korrigieren, zum Beispiel durch neue Installation von Windows von Anfang an im ACC-Modus. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wir beantworten gerne Ihre Fragen und freuen uns über Ihre Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Glück!